bist schon da. Und ich bin auch schon da. Ich bleib da. Ich bleib da. Hurra! Und wenn du mich besuchen willst, bin ich fast immer da. Fast immer. Du willst mich öfter jetzt besuchen? Ja, gerne, mein Schätzchen. So gerne. Ich bleib einfach da und du besuchst mich. Und wir müssen gar nichts Großartiges inszenieren. Ich bin da, du bist da. Wir reden ein bisschen, wir träumen ein bisschen. Wir müssen auch gar keine riesige Reise machen. Es ist so vieles, was wir gar nicht müssen und nicht brauchen. Aber manchmal denkt man sich, wo gehe ich heute hin? Wen werde ich heute treffen? Wo werde ich heute sein? Was werde ich heute essen? Na, vergiss es. Ich bleib da. Ich bleib da in diesem schönen Raum, den ich so schön gestaltet habe. Ich esse das, was ich schon da habe. Und ich habe schon dich als so liebe Gesellschaft. Und wenn du nicht da bist, dann bin ich für mich da. Ich bin immer für mich da. Ich bleib da. Ich glaube, wir machen uns so viel Kopfzerbrechen immer über irgendwelche Dinge, die gar nicht so wichtig sind. So viele Kleinigkeiten. Oder was ziehe ich heute an? Und wann komme ich wieder nach Hause? Und was muss ich noch im Haus arbeiten? Und mit wem muss ich mich noch besprechen? Ach, dieses Muss, das tun wir weg. Es kann so bleiben. Es darf einfach so bleiben, bis man selber spürt, jetzt will ich aber was anderes. Jetzt will ich aber spazieren gehen oder was kaufen. Und ich glaube, dieses Dableiben, wenn ich so da bleibe, dann kann sogar eine Langeweile kommen. Und diese Lange, das musst du aushalten. Das musst du ein bisschen sitzen, 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 bis die Langeweile kommt. Und nach der Langeweile kommen die guten Einfälle. Und die meisten sind so gestresst und hektisch und das nächste und Termine, dass sie gar nie diese Einfälle kommen lassen, weil sie nicht da geblieben sind. Ah, du denkst dir schon, ich bin ein bisschen schon sonderbar. Ja, ja, sonderbar. Ein bisschen merkwürdig, ein bisschen eigenartig. Und das ist gut so. Diese Erlaubnis, ich darf ein bisschen sonderlich sein. Aber ich habe das selber erfahren mit den guten Einfällen, weißt du? Da gehe ich manchmal wo rein und habe zuerst gar keine Idee. Und ich weiß gar nicht, wo die Ideen immer herkommen, aber sie kommen. Und dann nehme ich sie einfach, die Ideen und die Einfälle. Und dann will ich was basteln oder was aufschreiben oder jemandem ganz was Bestimmtes sagen. Ach, ein so schönes Geschenk, so wie dein Besuch immer so ein schönes Geschenk ist, wenn wir da ein bisschen uns austauschen oder hauptsächlich ich so viel rede und du zuhörst. Danke. Ach, so schön immer. Ich bleib jetzt da und du bleibst nur mehr kurz. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Besuch, gell? Ein ganz großes Bussi noch. Tschüss. Thank you.
Und noch ein Luftbussi. Und nein, das war ja gar kein Luftbussi, das geht ja so. Wir tun viel zu wenig küssen.